Professor Landmesser, Sie hielten gerade den Vorsitz in einer Session zum Management von kardiovaskulären Hochrisikopatienten. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, wir haben gerade diskutiert die Möglichkeiten, die wir haben, auch im Hinblick auf die jetzt gerade neu erschienenen Leitlinien zur chronischen koronaren Herzerkrankung, aber auch Diabetes und Lipidtherapie, wie wir das in die Praxis umsetzen können im Hinblick auf das Management von Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko. Ich denke, es ist spannend, dass wir in den verschiedenen Bereichen neue Optionen haben, die das Risiko der Patienten reduzieren können und wir letztlich entscheiden müssen, was sind Patienten, die neben dem Standardmanagement, was wir für atherosklerotische Gefäßerkrankungen haben, darüber hinausgehende Optionen brauchen. Im Bereich der Lipidtherapie haben wir neue Zielwerte definiert, die konsequent aufgrund der diesbezüglichen Studien jetzt weiter nach unten gesenkt worden sind für das LDL. Dort haben wir mehr Kombinationstherapie empfohlen in den Leitlinien. Dann im Hinblick auf die Diabetestherapie wird eben doch sehr Wert gelegt, Substanzen einzusetzen, die auch das kardiovaskuläre Risiko primär reduzieren und nicht nur die Zuckerwerte verändern. Und wir haben natürlich auch Innovationen im Bereich der antithrombotischen Therapien und dort jetzt auch stärkere Empfehlungen in den Leitlinien bei Patienten. Und das haben wir diskutiert, zum Beispiel mit polyvaskulären Gefäßerkrankungen oder zusätzlichen Risikoindikatoren auch zu erwägen, eine duale antithrombotische Therapie durchzuführen. Können Sie uns kurz erläutern, wer am meisten von den neuen Therapieansätzen profitieren wird? Ja, ich denke, wir müssen schauen, was sind bei den einzelnen Patienten die treibenden Faktoren, die die Progression der Erkrankung treiben. Das kann im Bereich der Lipide sein. Man muss sicherlich auch die Diagnostik im Hinblick auf Diabetes konsequent führen, hat dann die Möglichkeit, gegebenenfalls bei metabolischen Veränderungen dann die neuen Substanzen einzusetzen, die dann auch Risikoreduktionen erreichen können. Und wir haben natürlich weitere Risikoindikatoren, Patienten mit Niereninsuffizienz, Patienten, die eben gerade eine sehr ausgeprägte atherosklerotische Gefäßerkrankung in mehreren Gefäßbetten haben, peripher, koronar, Mehrgefäß-Corona-Erkrankung. Das sind Patienten, wo durchaus, wenn Verblutungsrisiko vertretbar ist, auch eine duale antithrombotische Therapie heute erwogen werden kann. In der Praxis hat man es oft mit komplexen Patientenbildern zu tun. Was raten Sie Ihren Kollegen hinsichtlich der Wahl einer geeigneten Therapie? Das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, aber es ist richtig, dass wir natürlich neben der Therapie, die wir für alle Patienten mit atherosklerotischen Gefäßerkrankungen haben, wo natürlich ein Plättchenhemmer dazugehört, ein Statin und die Lebensstilfaktoren nicht zu vergessen, können wir heute eben darüber hinaus, sollten wir schauen, was gibt es noch für Pathways bei den Patienten, die Progression der Erkrankung treiben und die sollten wir dann auch gezielt versuchen zu behandeln. Professor Landmesser, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.